wo wir alle dann bei der Bundesliga waren, oben haben wir auch nach stundenlangem Training, wo wir rein sollten, haben wir danach einfach noch 16er gespielt. Oder Weltmeister. Ich habe in 6 Wochen habe ich 4x9 Gips bekommen. Ich habe den mit Bolzenschneider immer wieder abgemacht. Und du? Zu deiner Reaktion, wenn man sagt, Fußball spielen kannst du vergessen? Ernsthaft? Mhm. Du kannst mich am Arsch legen. Ich habe dann während meiner Verletzung Profivertrag unterschrieben. Der Arzt kam rein und meinte, es kann sein, Herr Müller, ich bereite Sie jetzt schon darauf vor, dass, wenn Sie aufwachen, Sie vielleicht kein Bein mehr dran haben. Was? Und in der U19 hast du schon angefangen mit diesen ganzen Straßenkickern, ne? Ja, die waren ja schon früher da, ne? Ja, Ennis, Kevin, ja, die waren ja alle schon vorher da. Ejaga. Ja, Jerome. Jerome war da auch schon da. Mhm. Bis wir dann ins Trainingslager geflogen sind, dann hat jeder seinen Pass gehabt und da bin ich dann über Nacht abgehauen. Befinde mich immer noch im Kampf. So viele Seelen gefangen, ja. Gefrorene Tränen. Einen wunderschönen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, die 2 Videos von Your Journey haben euch gefallen. Die 1. und die 2. Folge. Heute die 3. Folge. Das geht. Das geht. Heute mit Christian, Freunde. Mit Christian Müller. Die einen oder anderen kennt ihn. Christian Müller ist aufgewachsen in Berlin, hat bei Hertha BSC gespielt, ist dann rüber zu Arminia Bielefeld gewechselt. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall später. Auch ein ganz großes Dankeschön an Leila Beauty Salon, vor allem auch an Dilia, meinen Friseur, dass er uns die geile Location zur Verfügung gestellt hat. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn jemand einen zuverlässigen, geilen, guten und natürlich auch einen Termin und einen sauberen Friseur braucht, sag gerne Bescheid. Dilia, Leila Beauty Salon. Christian, Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ach, nicht dafür. Fangen wir an. Wie hast du die Liebe zum Fußball gefunden? Liebe zum Fußball? Bevor ich überhaupt laufen konnte, wollte ich immer irgendwas Rundes in der Hand haben. Mein Kuscheltier war rund und immer, wenn ich einen Fußball gesehen habe, musste er immer bei mir bleiben, auch wenn ich geschlafen habe. Fußball war so eher mein Kuscheltier. Wenn das nicht im Bett war, konnte ich nicht schlafen. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Why you be all in my line? Dann stell dich sehr gerne vor. Wie alt bist du? Woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Mein Name ist Christian Müller. Mittlerweile 40 Jahre alt. Komme aus Berlin-Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg. Da bist du auch aufgewachsen, Jugend verbracht, Teenager-Alter, erwachsen geworden. Genau. Okay, dann erzähl mal sehr gerne, wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Angefangen habe ich beim schlechtesten Bundesliga Verein aller Zeiten, zum Glück noch. Schalke hat es ja fast getoppt, bei Tasmania Berlin. War ich dann 10 Jahre. Da hast du, deine erste Anlaufstelle war Tasmania Berlin? Genau. Okay. Wie alt warst du da? 5, 6 bin ich reingegangen. Und da warst du 10 Jahre lang? Warum Tasmania Berlin? Wie kommst du auf Tasmania Berlin? Durch einen Bekannten, der mich irgendwie, keine Ahnung, meine Mutter mal angesprochen hat, will er im Verein spielen und dann ist das eine zum anderen gekommen. Mhm. Ist zwar Neukölln gewesen, Kreuzberg wäre näher gewesen zum anderen Verein, aber ich bin dann irgendwie da hingegangen. Stimmen die Gerüchte von Kreuzberg? Wie Welche? Man da aufgewachsen ist? Welche? Nein, auf jeden Fall, dass man in Kriminalität da aufgewachsen ist, dass man, das war schon ein bisschen, vielleicht mal deutsche Ghetto. Man rutscht sehr schnell da rein. Also man kann sehr schnell da reinrutschen. Mhm. Ich habe selber erlebt, ich habe selber ab und zu mal früher, wo man jung, dumm war, Sachen gemacht, die man nicht hätte machen müssen, nicht hätte machen sollen. Aber ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Lebensweg, den er einschlägt. Das war auch zu meiner Zeit, gehörte dazu. Aber bin dann auch recht gut davon gekommen. Sagst du, es hat was mit falschem Freundeskreis zu tun? Du bist eigentlich selber Herr der Sinne. Viele stempeln das ab als falsche Freunde. Aber du musst es doch nicht machen. Zwingt dich jemand?
Nein, auf keinen Fall. Du machst es halt einfach mit. Mhm. Und so habe ich es halt auch gemacht. Wann bist du da, hast du angefangen, da rauszugehen? Sagen wir mal, Fokus nur auf Fußball, da rausgekommen aus diesem ganzen, sag ich jetzt mal, Teufelskreis? Fokus war eigentlich die ganze Zeit auf Fußball. Ich wollte immer Fußballer werden. Mhm. Deswegen hat mich auch die Schule eigentlich relativ wenig interessiert. Mhm. Hab dann nur Scheiße gebaut und bin dann meinen eigenen Weg gegangen, indem ich, wo ich dann ein bisschen älter war, mit 14, 15 oder etwas früher schon nachts laufen gegangen. Wo manche schlafen, wo du eigentlich dich auf Schule vorbereiten solltest, bin ich mit einem damaligen Jugendfreund immer nachts laufen gegangen. Das heißt, du warst da wirklich selber diszipliniert, da rauszukommen, zu sagen, ey, ich will Fußballer werden, ich will schon die ganze Zeit Fußballer werden, lass mich mit diesem ganzen Geschäften in Ruhe und ich fokussiere mich da auf den Fußball. Ja, bis der Anruf von Hertha kam, willst du zum Probetraining kommen? Kam der einfach so? Ja. Ich wollte eigentlich zum anderen Verein wechseln, von Tasmania zu Reinickendorfer Füchse. Mhm. War auch eigentlich schon fest. Dann hatte mich Hertha angerufen, wo ich gedacht habe, das war ein Joke, weil ein Kumpel mich schon mal verarscht hat mit einem Telefonstreich. Und dann habe ich bei dem damaligen Trainer Michael Wolf, Ruhe in Frieden, habe ich gesagt, ja, man verarscht mal jemand anders und habe einfach auf sein Gesicht aufgelegt. Jetzt auf dem richtigen Trainer, ne? Ja, genau. Weil viele meiner Kumpels mich so verarscht haben halt immer, ja, und dann habe ich einfach auf sein Gesicht aufgelegt, habe gesagt, stress mich nicht, lass mich in Ruhe. Wie hat er denn angefangen? Er hat dich angerufen und gesagt? Der meinte, schönen guten Tag, Michael Wolf, Hertha BSC, habe ich gesagt, stress mich nicht, verarscht mal jemand anders wieder. Dann habe ich wieder aufgelegt und er hat 2-3 Mal gemacht. Und beim zweiten, dritten Mal habe ich erst wirklich realisieren können, dass er es wirklich war. Und dann habe ich mich halt entschuldigt. Dann meinte ich, ja, ein paar Freunde von mir haben mich halt so die ganze Zeit verarscht. Er sagt, okay. Er sagt, willst du zum Training kommen? Habe ich gesagt, ja. Bin ich zum Training gefahren. Wie alt warst du da? Dann ganz schnell noch nach vorne. Ich glaube 15. Dann habe ich bei Amateure mitgemacht, obwohl ich erst in die A-Jugend gewechselt bin. Du warst bei Tasmania 10 Jahre lang bis zur U. Bei euch heißt das? Boah, keine Ahnung. Ah, gleich U4 bis bei U15? Bei uns Ende B-Jugend, wo du Anfang A-Jugend bist. Bei uns hieß es A-Jugend, B-Jugend. Ja, hier heißt es, du hast Tasmania wahrscheinlich bis U17. Bis Altjahrgang B-Jugend. Genau. U17. Okay. Ja. Danach hast du den Überschritt zu Hertha gemacht mit einem Anruf. Genau. Das heißt, du hast keine NLZ, nichts. Du hast wirklich nur bei Tasmania Berlin. Genau. In welcher Liga hast du bei Tasmania Berlin gezockt? Ganz normal. B-Jugend hatten wir dann Bundesliga gespielt. Ganz normal, B-Jugend, habt ihr Bundesliga gespielt? Also Bundesliga. Du kommst von der Bundesliga zu nach Hertha. Genau. Okay, das heißt, okay. Den zum deutschen Meister eigentlich. Zum deutschen Meister. Die sind ja in der B-Jugend deutscher Meister geworden. Mhm. Dann hast du den Anruf bekommen. Genau. Weiter geht's. Bin ich da hingegangen, hab bei den Amateuren mitgespielt, also mittrainiert. Aha. Da. Amateuren, gehst rüber zur A-Jugend, ja, U19. Eigentlich zur U19. Aha. Aber ich habe bei den Amateuren mittrainiert. Aha. Bei der U23, oder U23 heißt es ja. Genau. Obwohl du reguläre Alter U19 eigentlich wärst. Genau, aber das Probetraining war bei der U23. Gab es Gründe, warum? Keine Ahnung, hat mich nicht interessiert. Hauptsache ich war da. Das war eine andere Welt. Du bist von Neuköllner Fußballverein zum Bundesligaverein gegangen. Du siehst da 27.000 Plätze auf dem Gelände. Du weißt nicht mal, wohin. Du kannst dich verlaufen auf dem Gelände. Da sind, keine Ahnung, ungelogen 20 Fußballplätze auf dem Gelände. Zurück zu diesem ganzen, zu diesem Sprung. Das ist nicht normal, dass man von der U17, A-Jugend-Jungergang, gab es da auch bei euch A2 und A1 wahrscheinlich. Ja, also ja. U18 und U19. Genau. Beide hast du übersprungen, hast U23. Nur mittrainiert. Nur mittrainiert, ja. Genau. Dein Probetraining. Genau, das war mein Probetraining. Vielleicht, du hast dich nie gefragt, wieso? Nee, vielleicht, ob ich, keine Ahnung, mich schon gegen Ältere durchsetzen könnte oder nicht, weil ich war so ein kleiner Lauch früher. Habe ich da mitgemacht und danach haben die gesagt, ja, willst du zur neuen Saison kommen, ja oder nein? Wie war das Probetraining bei den U23? Hat Spaß gemacht. Wer war da alles bei der U23? Wo du, boah, da warst du aber. Da warst du wie alt jetzt? 16, 17? Mhm. 17 Jahre. Wer war da? Wen gab es da noch? Von einem von den Charmi-Brüdern. Mhm. Boah, sonst keine Ahnung. Ah, Hakan Walter. Okay, ja. Der hat seinen Lauf auch gemacht in der Türkei dann. Dann bist du U19. Ganz genau. Normal, ne? U23 Probetraining gemacht, angenommen worden, dann U19. Genau. Gab es da irgendwelche Verträge mit Nike, Adidas? Nein, noch nicht. Genau. Ich hatte halt ein
plus Vertrag als Profispieler, aha, aber einseitige Option vom Verein. Ja, das war's. Sonst ja, die waren ja schon früher da, ne? Also ja, Ennis, Berlin, Kevin, ja, ja, die waren ja alle schon vorher da. Ja. Ejaga. Ja, Jerome. Jerome war da auch schon da. Mhm. Aschkan hat mitgemacht. Mhm. Der hat ja als. Nee, da war er, glaube ich, noch TB. Als zu den Amateuren gekommen, hat er als jüngerer A-Jugendspieler bei uns mitgespielt, bei Amateuren. Okay. Das war schon, ja. Waren wir, ich sag mal so, wir hatten Spieler da, die heute Weltstars geworden sind. Oder Weltstars sind. Mhm. Das war schon was Feines, mit denen zu spielen. Ich weiß nur, dass die ganzen Berliner diese Berliner vermissen. Vor allem jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob du Hertha Berlin jetzt verfolgst, aber die ganzen Berliner wirklich, die wollen Berlin auf dem Platz haben. Ja, aber dafür brauchst du auch die Berliner, die Qualität. Ja. Da hattet ihr aber in dieser ganzen Zeit, hattet ihr, ich will jetzt nicht Supertalente sagen, so, aber wirklich. Da hättest du eine eigene Bundesligamannschaft damit machen können, mit den Spielern, die wir hatten. Wie kriegt man aber diesen Übergang zwischen zum Beispiel, du bist ein Kicker, spielst 24 Stunden auf dem Bolzplatz, bist ein Techniker, bist ein geiler Bolzplatztyp. Gehst du aber zum Beispiel jetzt in einer Westfalenliga-Mannschaft oder in einer guten, guten Fußballmannschaft. Und dann sagt der Trainer, du bist aber ein ganz normaler Bolzplatzkicker. Und du denkst dir, ich bin der beste Bolzplatzkicker bei mir, weißt du? Wie kriegt man diesen Übergang zwischen guter Bolzplatzkicker und zur Bundesliga-Mannschaft? Das wart ihr alle. Also wirklich alle. Gute Frage. Ja, ich glaube, bei uns hat das geprägt, weil wir auch oft auf den Bolzplätzen oder nach dem Training noch unsere Bolzplatzspiele gemacht haben. Obwohl ihr jetzt bei Hertha wart, ne? Also ihr wusstet, es wird ernst, Bundesliga hier, dachte ihr nach Scheiß drauf, weiter geht's mit Bolzplatz. Ja, gibt's heute nicht. Also einer, der jetzt bei Arminia Bielefeld spielt, sagt zum Beispiel, ich schone mich, Verletzung anfällig, ich habe Training morgen, ich lasse das mal so. Wir haben, wo wir alle dann bei der Bundesliga waren, oben haben wir auch nach stundenlangem Training, wo wir rein sollten, haben wir danach einfach noch 16er gespielt. Oder Weltmeister. Weltmeister ist ganz normal, WM heißt bei uns ja, Mini-WM. Genau. Und 16er ist Lauf rein, Lauf raus wahrscheinlich. Ne? Genau. Okay. Okay. Das haben wir noch nach dem Training gemacht, wo wir Bundesliga schon trainiert haben. Wir wollten einfach das. Mit allen euren Sachen seid ihr einfach nach Training. Nein, Training war Ende, die Älteren sind rein, wir sind draußen geblieben. Dann haben wir einfach unsere Spiele gemacht, die wir vom Bolzplatz hatten. Das ist es, boah, das vermisst man momentan, ehrlich. Wie habt ihr, da wart ihr dann U19, Bundesliga. Habt ihr die ganze Bundesliga mit diesem Kader auseinandergenommen oder? Nee, wir haben auch schon auf den Sack bekommen. Ja? Wo seid ihr? Kannst du dich erinnern? Nee. Gar nicht? Nee. Kannst du dich erinnern, wer dein bester Gegenspieler war? Ich weiß noch nicht mal manchmal, was ich gestern gegessen habe. Ja, kann ich dir glauben, 100%. Da weißt du aber nicht auch, wer dein bester Gegenspieler da war. So, vielleicht interessiert das den Leuten auch. Bester Gegenspieler in der Jugend? Boah, das ist schwer. Ich weiß nicht, ob den einen oder den anderen kennt. Da war ein Trochowski, der bei Bayern früher gespielt hat. War auch ein super Ausnahmetalent. Der, also den vergisst du so nicht, ne? Nee, der war halt, weil der auch auf meiner Position gespielt hat. Ich denke eher meistens so an meine Position, so Gegenspieler und sowas. Du warst hauptsächlich Flügelspieler, ne? Eigentlich war ich Zehner früher. Aha. Ja. Also in der Jugend bei Tasmania war ja, ich. Ja, ich kenne dich von Arminia, links außen. Da war ich, ja, das habe ich auch schon durch. Ja. Na, Bielefeld habe ich alles durch, bis auf Innenverteidiger und Torwart, glaube ich. Dazu kommen wir auf jeden Fall. Aber ich war in der Jugend auch kurze Zeit mal Innenverteidiger bei Tasmania, als wir Bundesliga gespielt haben. Okay. Dann so, wenn Hallenturniere waren. Früher gab es ja noch, Torwart durfte rausgehen. Mhm. Da sind wir ohne Torwart immer hingefahren, weil ich da als spielender Torwart mitgegangen bin. So. Ich konnte halt alles spielen eigentlich. Aber hauptsächlich in der Jugend, jetzt, wenn wir wirklich über U19 Bundesliga reden, schon im Zentrum Zehner. Genau. Ja, geil, okay. Dann gehen wir, bevor wir dann U23, bevor wir diesen Schritt nach zu Senioren machen, würde ich auf jeden Fall fragen, gibt es da irgendwelche Ereignisse, die du bis heute nicht vergessen kannst, in deinen Juniorenzeiten? Inwiefern? Ob es jetzt ein krasses Erlebnis war oder ein positives Erlebnis oder wirklich, wo du sagst, das vergesse ich nicht. Oder etwas bereust, wo du sagst, ey, komm, ey, hätte ich das mal angenommen oder hätte ich das mal gemacht. Bereuen ist ein großes Wort. Mhm. Also ich würde alles in meiner Karriere nochmal machen. Mhm. Inwiefern? Vielleicht mal ab und zu sich besser ernähren oder sowas. Aber sonst, nee, ich hätte, glaube ich, alles gemacht, alles gleich.
vielleicht auch mal eine Verletzung auskurieren lassen. Ich hatte in der Jugend einen Mittelfußbruch. Wie alt war ich da? 14, 15, glaube ich. Schon so früh ein Alter. Ja, es war letztes Jahr Tasmania, glaube ich. Mhm. Mein damaliger Trainer hat gesagt, wir haben alles weggeschossen. Tasmania jetzt, ne? Bei Tasmania. Und da hat mein Trainer gesagt, wenn du nicht spielst, weil ich habe ihn gefragt, muss ich spielen oder nicht, weil 3 Tage später war Lehrgang für DFB. Er hat gesagt, wenn du nicht spielst, darfst du nicht hin. Ich sage, okay, dann habe ich halt gespielt. Und im Spiel war dann so eine Situation, wir haben, glaube ich, schon 5-6-0 geführt. Und dann beim Hinterherlaufen habe ich gesagt, machst du jetzt richtig, machst du nicht? Ja, gegen den Ball, ne? Genau. Dann habe ich gegrätscht und er hat nicht gegen den Ball getreten, sondern gegen meinen Knochen und mein Knochen war durch. Wie lange warst du da weg? Das meine ich damit mit was auskurieren lassen. Wie lange? Ich habe in 6 Wochen habe ich 4-mal 9 Gips bekommen. In 6 Wochen? Was hast du gemacht? Ich habe den mit Bolzenschneider immer wieder abgemacht, weil ich Fußball spielen wollte. Ich hatte nur so einen kleinen Haarriss im Mittelfuß. Das ist der hier außen. Zwar auf der Seite, aber ist der hier außen. Du hast nur einen fetten Gips gehabt, ne? Genau. Den habe ich dann immer mit einem Bolzenschneider abgemacht und bin wieder raus zum Bolzplatz gegangen. Wie konntest du mit einem kaputten Fuß? Die Schmerzen waren zu ertragen. Wenn du jung bist und dir das. Du musst das so sehen, wenn einer. Du hast einen gebrochenen Arm, 40 Grad, alle sind schwimmen. Und du sitzt dann so draußen. Wie geht das? Bitte abmachen, wenn ich schwimmen gehe. Ja. Und ich habe halt den immer abgemacht, um Fußball zu spielen. So, und dann in der letzten Woche, nach den 6 Wochen, habe ich auf so einem, wir hatten so einen Gummiplatz, so einen Stemmschritt gemacht und dann habe ich gehört, und dann war der Knochen ganz durch und dann musste operiert werden. Auf dem Gummiplatz. Also auf dem Gummiplatz ist das passiert. Genau. Und dann hatte ich mit 14, 15 meine erste OP schon. Also Mittelfuß wurde nicht operiert. Dann wurde der operiert. Erst dann? Erst dann. Vorher hat man mir nur einen Gips gegeben. Weil 6 Wochen heilt normalerweise ein Bruch. Aha. Ja, aber wenn du den immer wieder abmachst und immer wieder belastest, dann hast du die... Weißt du, wie ich das nenne? Einfach nur verrückt nach Fußball. Und auch... Also man und kann Dummheit. Man kann das auf der einen Seite Dummheit nennen, man kann das auf der anderen Seite auch verrückt nach Fußball. Ich konnte nicht ohne. Es ging nicht ohne. Hat so irgendwas anderes als Fußball in diesem Moment, bei diesen ganzen jungen Jahren? Du hattest doch nur den Fußball, wenn ich jetzt nicht. Nein, nur das. Ich wollte nur spielen. Alles andere war mir sowas von Latte, ob Schule, ob keine Ahnung. Ich war der Schlechteste in der Schule. Du wolltest einfach nur Fußball spielen? Ja. Und wie lange hast du dann da wegen diesem ganzen... 7 Monate. Wegen der Operation jetzt? 7 Monate? Das heißt... Letztes Jahr Tasmania? Mhm. Aber wann hast du denn das Angebot bekommen von Hertha? Spät, kurz vor Ende der Saison. Das war die gleiche Saison aber? Mhm. Du hast trotz 7 Monate Pause dieses Angebot von Hertha bekommen? Boah, gut ab. Okay, das war deine erste große Verletzung. Ja, was heißt groß? 7 Monate Pause. Von 6 Wochen auf 7 Monate kannst du so nennen, ja. Ja, von 6 Wochen auf 7 Monate. Okay, damit ihr auch ganz kurz Bescheid wisst, wir waren bei der U19, sind jetzt zurückgegangen zur ersten großen Verletzung, das war letztes Jahr U17, Anfang der Saison. Ne? Mhm. Okay. Wir sind gerade bei U19. Ich bin jetzt gewechselt zu Hertha. Richtig, wir wechseln zu Hertha, genau. U19. Da habe ich ein halbes Jahr gespielt, hatte dann Schmerzen an meiner Ferse gehabt. Da ist dann so ein Knochen gewachsen, so ein Überbein nennt man das. Mhm. Hab dann hinten ein Loch reingeschnitten, damit der Knochen immer so Platz hat, keinen Druck hat. Damit habe ich halt eine längere Zeit gespielt. Der Arzt meinte, das können wir im Winter wegmachen. Bist du 3 Wochen ungefähr raus. Da habe ich gesagt, ja, okay, machen wir dann im Winter. Aus 3 Wochen wurden dann 18 Monate. 18? Du warst 5-mal operiert. In den 18 Monaten? Mhm. Weil die Haut nie zusammengewachsen ist. Ich höre sowas zum ersten Mal. Zu viel Bakterien in der Wundheilung drin waren. Da musste mir 1/3 der Achillessehne entnommen werden. Dann haben die mir schon da gesagt, Fußballspielen ist zu Ende. Da bist du gerade U19. In 18 Monaten 5 Operationen. Und du, zu deiner Reaktion, wenn man sagt, Fußballspielen kannst du vergessen? Es ist schwer. Wie war deine erste Reaktion darauf?
Boah. Ernsthaft? Mhm. Kannst du mich am Arsch lecken? Nein. In meinem Kopf war schon immer drin, keine Verletzung zwingt mich, Fußballspiel aufzuhören. Ich kämpfe lieber 5 Jahre lang, 10 Jahre lang, bis ich noch einmal auf dem Platz stehe und dann sage ich, ich höre auf. Bevor mich sowas in die Knie zwingt. Aber da bist du halt mit so jungem Alter schon so lange und so oft raus gewesen. Ist das krank. Und du hast nach diesen ganzen 5 Operationen 18 Monate, wir reden nur über 18 Monate, kein Fußball. Mhm. Und du bist gerade immer noch auf Papier A-Jugend Hertha BSC. Mhm. Das heißt, du hast das erste A-Jugendjahr nicht gespielt. Paar Monate Anfang. Mhm. Bis zum Winter, danach nicht mehr. Und danach zweites Jahr auch nicht gespielt. Dann bist du jetzt schon Senioren. Mhm. Nach diesen 18 Monaten. Ich habe noch kurz, also 18 Monate komplett. Aha. Aber ich war, glaube ich, nach 12, 13 Monaten langsam wieder auf dem Platz. Ich habe vielleicht noch 1, 2 Spiele gemacht, aber generell hat die Phase gedauert 18 Monate. Das ist verrückt. Und die U23, das war jetzt immer noch... Das war A-Jugend. A-Jugend, richtig. Und die, danach kommst du rüber zur U23. Das heißt, ihr habt eine U23 und eine erste Mannschaft. Ja. Und wie ging es dann weiter mit zur U23, wenn du so wenige Spiele gespielt hast? Also ich kenne das. Ich hatte noch direkt einen Vertrag, also 2 Jahre A-Jugend, 2 Jahre U23 hatte ich fest im Vertrag. Plus eine Option auf Profis, wenn sie die ziehen wollen. Die haben sie dann irgendwann gezogen, als ich dann Amateure gespielt habe. Das heißt, nach diesen ganzen Monaten, 18 Monate, bist du rüber zu U23 gegangen, konntest du da noch 2 Jahre spielen. Hast du auch dort deine Zeit gehabt? Ja. Hattet ihr da eine gute, optimale Truppe? Sehr gut. Ich weiß, das ist eine Frage. Da sind dann mittlerweile viele hochgekommen. Ich war mit einer der Ältesten, oder war eigentlich der Älteste von den ganzen Verrückten. Dann ist langsam Kevin hochgekommen, dann ist Aschkan hochgekommen, Saljovic war schon da. Was für eine Truppe. Ja. Kann man sich heute gar nicht vorstellen bei Hertha. Kann man sich heute in der jetzigen Zeit gar nicht vorstellen bei Hertha, dass da so kranke... Ich will nicht Straßenfußballer. Oder die suchen die nicht mehr auf den Straßen. Da fängt es erst schon mal an, ne? Da kann man doch machen, man kann doch rumfahren, man kann doch auf den Bolzplätzen gucken. War das so damals? Nein. Interessiert mich gerade wirklich nein, ne? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wie hat man so euch diese ganzen Straßen, wie die Jaga, Ennis, so Kevin, diese ganzen Bolzplatzkicker, wie hat man die so sofort Fokus auf die gesetzt? Wegen deren Talent? Weil die so alle talentiert waren oder wieso? Wenn du gesehen hattest, was Kevin am Ball konnte, war so krank. Das war unfassbar. Dann hattest du Saljovic, der hat da einen Schuss wie ein Pferd. Mhm. Seine Freistöße. Weiß jeder noch. Geisteskrank. Mhm. Ennis, wusstest du nicht, ob er Linksfüßler ist oder Rechtsfüßler? Ja, 2 Jahre war er Linksfüßler, dann ist er nach Hamburg gegangen, kommt er wieder, auf einmal ist er Rechtsfüßler geworden. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Also, auch Wunder. Ganz krank. Und du warst, diese ganzen, da waren die noch die Jüngeren, die gerade neu zu U23 gekommen sind. Na. Die meisten hatten schon Plus-Profi-Vertrag. Okay. Weil die hatten in der U19 alles wahrscheinlich gerockt haben. Ne? Viele hatten da schon einen Anschlussvertrag für die Profis. Mhm. Ich habe mir den dann erarbeitet durch die Amateure dann halt. Gab es da noch oder Zeit zurück noch eine Einladung vom DFB? Nichts mehr? Gar nichts. Auch nichts? Also erst als ich bei den Profis gespielt habe. Erst da war noch, okay, wie alt warst du da? Also jetzt bei der U23, da wo die ganzen Jüngeren hochgekommen sind? Nee, das ging dann, ich glaube im 2. Jahr war das. Aha. 2. Jahr U23. Waschstück hatte sich im Trainingslager verletzt bei den Profis. Kenne ich auch. Und wir waren schon im Spielbetrieb mit der U23. Ja, und dann wurde ich hochgezogen, habe da 2, 3 Mal mittrainiert. Dann hat Falco Götz zu mir gesagt, ja, wer von euch beiden besser trainiert, den nehme ich mit im Kader. Also der andere war Alexander Ludwig damals. Ludwig und du? Genau. Er hat gesagt, wer von euch besser, der hatte schon
Eiskalt soll ich so straight... Zu mir hat er das gesagt. Ah, okay. Er hat gesagt, wer von euch beiden besser trainiert, den nehme ich Wochenende mit in den Kader. Wer war da alles dabei? Bei den Profis? Oh, Van Buurik, Simonic, Marcelinho, Nando Raphael, Marco Rema, Arne Friedrich, Gabo Kirali. Das war dann meine Zeit so. Und wer hat besser trainiert? Ich durfte damit durch. Ich weiß nicht, ob ich wirklich besser trainiert habe oder so. Ah, du hast besser mittrainiert. Aber ich war dann am Wochenende dabei, ja. Und durfte dann auch 20 Minuten oder 15 Minuten mein Debüt feiern. Direkt. Bundesliga. Gegen wen war dein Debüt? Nürnberg. In Nürnberg. In Nürnberg. Mhm. Das heißt, du wurdest das erste Mal mitgenommen, da hast du sofort dein Debüt. Genau. Korrekt. Ja, war okay. War okay. Wie viel habt ihr da gespielt? 0-0. Warst du danach, nach dem Debüt, wieder bis zurück zu 23 gegangen? Oder nee, dann habe ich weiter trainiert bei den Profis. Weiter trainiert straight die ganze Zeit? Dann war ich, seitdem an war ich nur noch oben. Wie alt warst du da? 19. Ab 19 Jahren warst du die ganze Zeit, weil du da besser nach dem Gag trainiert jetzt, habe. Besser trainiert hast. Er war ja auch schon da oben. Ah, Ludwig auch da. Der Schmiele war die ganze Zeit schon da oben. Okay. Nur hat, weiß nicht, er hat zu mir gesagt. Ich weiß nicht, ob er es zu ihm auch gesagt hat. Weil ich glaube mal nicht, weil er so ein bisschen lustlos manche trainiert hat auch. Ja, und wenn du erstmal dabei bist, ich glaube, dann reißt du dir den Arsch auf. Und eigentlich, ich bin einer, ob ich jetzt da trainiere oder da trainiere, ich versuche gleich zu trainieren. 150%. Das ist eher bei Spielmodus. Mhm. Also Training war ich auch nicht so der Fleißige. Nein. Aber wie so aus mit 19 Jahren Bundesliga, ne? Das ja, hat schon meine Gründe, warum du da ja, hochgezogen bist. Vielleicht, das müssen andere beurteilen halt, ne? Ich sage nicht von mir aus, ich war der Beste oder sonst was. Aber ich hatte schon was drauf, sonst wäre ich, glaube ich, nicht da oben. Also erstmal, wie lange warst du überhaupt bei Hertha? Vertraglich gebunden bis jetzt 2007 Winter. Bis 2007 Winter. Genau. Wie viele Jahre waren das? 3,5, glaube ich. 3,5 Jahre bei Hertha. Mhm. Da wart ihr recht die ganze Zeit im Mittelfeld, ne? Genau. Auch mal kurze Zeit kurz vorm UEFA Cup, glaube ich. Mhm. Ja. Europa habt ihr nicht gezockt? Die anderen haben dann gespielt. Ich war dann eher in den Krankenhäusern und Reha. Da immer noch? Station unterwegs. Nee, dann kam eine schwere Verletzung nach 9 Spielen. Nach 9 Spielen? Reden wir noch über die gleiche Saison, wo du da hochgezogen worden bist? Hast du da weiterhin gespielt nach deinem Debüt? Nach meinem Debüt war dann ein Heimspiel gegen, ich glaube Stuttgart. Da saß ich 90 Minuten auf der Bank. Okay. Dann haben wir beim HSV gespielt. Da habe ich dann mein Startelf-Debüt gefeiert. Hab dann zum zwischenzeitlichen 1-1 getroffen. Haben wir dann 2-1 verloren. Dann haben wir in Lautern gespielt. Da haben wir dann das erste Mal in der Saison gewonnen. Da habe ich dann auch wieder getroffen. Und dann da habe ich auch von Anfang an gespielt. Also eigentlich 3 Spiele, 2 Tore dann gemacht. Stark. Dann war Jeli wieder zurück, also Baschtück. Und dann bin ich ein bisschen wieder in den Hintergrund gerutscht. Hab dann noch meine Einsätze bekommen. Bis halt eine Einladung zur U21-Nationalmannschaft von Deutschland kam. Auch immer noch, ne? In dem gleichen Zeitfenster. Genau. Bist du auch hingegangen? Nicht wegen einer Verletzung? Bitte sag keine Verletzung. Nein, ich bin hingegangen. Okay. Fit? Aha, fit. Und mit einem Helikopter abtransportiert. Nein! Was? Ja. Mir wurde nach 4,5 Minuten das Schien- und Warnbein gebrochen. Gegen wen? Gegen Polen. Ganz normal Freundschaftsspiel? Nee, war Europameisterschaft-Qualifikationsspiel. Scheiße. Warnbein? Schien- und Warnbein. Schien- und Warnbein. Wie lange warst du da ausgerührt? Willst du es ernsthaft wissen? Mhm. Ich würde sagen, eine ganze Saison. Also man sagt normalerweise so 6 Monate, bis man wieder fit ist, 1 Jahr. Mhm. Bei mir waren es ungefähr 2,5 Jahre. Gab es Gründe dafür? Ja, ich hatte ein Compartment-Syndrom. Oh,
Was ist das? Das ist eine Blutstauung, dass dein Lymphabfluss nicht funktioniert. Dann wurde ich innerhalb 24 Stunden dreimal notoperiert, weil die Gefäße so zu waren, dass halt alles komplett kaputt, tot war. Der Arzt hat was eigentlich... Was hattest du alles mit so jungen Jahren schon? Ich wurde fast dreimal amputiert. Vom Knie fast ab. Dreimal? Ja, war immer, der Arzt kam rein und meinte, es kann sein, Herr Müller. Ich bereite Sie jetzt schon darauf vor, dass, wenn Sie aufwachen, Sie vielleicht kein Bein mehr dran haben. Was? Ja. Und ich wollte immer weiter Fußball spielen? Ja. Ich habe ja dann so schon, klar, die erste Zeit war, hast du nichts gemerkt, weil du auf Drogen warst, Morphium und alles hin und her. Dann hast du halt eine Zeit lang, wo du auch zum Alkohol gegriffen hast, stehe ich dazu. Ich war, glaube ich, ein Jahr, könnte man so sagen, Alkoholiker. Mit in deiner 19, Verletzung? Jetzt mit 19, 20. Bin besoffen in die Reha und weil du musst das verarbeiten. Ich komme von nichts, dann oben zu sein, du stehst oben, spielst oben, dann wirst du vielleicht bewundert. So, und dann von 0 auf 100 bist du wieder raus. Dann sagen die, kann sein, du hast kein Bein mehr dran und wie willst du das, um das zu verarbeiten oder zu verdrängen, eher gesagt, habe ich halt zur Flasche gegriffen. Das, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter Schwede, du spielst in der Bundesliga mit 19 Jahren, wie du auch gesagt hast, spielst, performst, dann sagen die dir einfach, pack, bist du ein Jahr weg, ein Jahr draußen, sagen die dir dreimal fast dein Bein. Boah, wie bist du da rausgekommen in dieser Zeit? Irgendwann, weiß ich nicht, hat es bei mir selbst Klick gemacht und in meinem Kopf gesagt, wozu machst du das? Von einfach von 0 auf 100 kam wieder dieser Gedanke. Warum? Was? Du fragst dich halt, warum du? Warum ich? Warum passiert mir das? Aber diese Frage darfst du dir gar nicht stellen, weil das bringt dir so viel Kopfschmerzen. Das ist einfach annehmen. Irgendwann habe ich mir das angenommen, habe gesagt, okay, ich arbeite dran, irgendwann komme ich wieder zurück. Der Arzt hat halt wiederum gesagt, Karriere ist zu Ende, du kannst nie wieder spielen. Nach der Verletzung ist es. Nach der Verletzung hat mir der zweite Arzt das gesagt. In der Jugend, mit meinem Fersensporn haben die mir das gesagt. Und da genau das Gleiche. Warst du da in der Zeit, Christian, alleine? In der ganzen Zeit, wo du halt wirklich keinen Fußball gespielt hast, warst du da alleine? Meistens, ja. Ist das auch so ein großer Aspekt in so einer Phase? Wollte ich auch gerade vorhin fragen, ist das auch so eine Phase, was man Depressionen nennt kann? Definitiv war das eine. Also wenn einer das Nein sagt, dann lügt er. Und dann ist das ein großer Aspekt, wenn du auch wahrscheinlich die das ist ja das Ding. Manche Fußballer geben das nicht zu, dass sie vielleicht eine hatten. Ich sage definitiv, ich hatte eine. Auch hauptsächlich wegen der Verletzung, ne? Genau. Weil du nicht spielst, du siehst alles spielen. Du bist wieder in der Reha. Dann bringt die Reha-Zeit nichts. Du bist 4 Monate in der Reha. Dann sagt der Arzt, ja, geht nicht, wir müssen nochmal operieren. Dieses Ganze, was du dir erarbeitet hast wieder. Ist ja, war das so? Ist ja bei der OP wieder null. Du fängst ja wieder von null an. Jedes Mal fängst du von null an. Das heißt, wenn ich dich ja ganz unterbrechen kann, das heißt, du hast eine OP, hast deine Krankengymnastik alles hinter dir, genau. Spielst bis auf den Platz? Nein, ich habe nicht gespielt. Nein, okay. Ich hatte immer wieder Schmerzen. Mhm. Aber es war halt so, du konntest ab und zu mal laufen, dann wieder Schmerzen. Ich habe halt gedacht, okay, ist vom Bruch, von dem Nagel, von den Schrauben, keine Ahnung. Und irgendwann sagt der Arzt, nee, geht nicht, wir müssen da nochmal operieren. Das heißt, diese ganzen Monate, die du vorbereitet hast, dass du vielleicht hoffst, bald wieder rauszukommen, waren alles für die Katz. So, und das zu hören, also hast du wieder getrunken. Weil dann sagst du, warum soll ich jetzt Reha weitermachen, wenn ich eh operiert werden muss? Hat es alles verschlimmert. Der Alkohol hat es sowieso verschlimmert. Nein, ich meine, du liegst da schon flach. Mit, sagen wir mal, mit Depressionen in einer Kackphase. Und dann kommt noch sowas wie, du bereitest dich wieder vor, du nimmst dir diese ganze Motivation, fängst an und dann bekommst du wieder so einen Stein gegen dein Gesicht. So war das bei mir. Ha,
haben da deine, ich glaube, Berater hattest du auch in dieser Zeit, sportlicher Leiter, Trainer? Ich hatte einen Trainer, der war Tag und Nacht an meinem Bett. Der war immer für mich da. Willst du ihn benennen? Michael Wolf. Der ist schon gestorben vor ein paar Jahren. Das ist eigentlich der Einzige, der immer, seitdem er mich geholt hat zu Hertha, an mich geglaubt hat und gesagt hat, der wird Profi werden. Der Einzige. Mhm. Durch ihn bin ich auch, glaube ich, Profi geworden, weil er so mit den Verantwortlichen oben geredet hat. Kann er es bringen, kann er es nicht bringen? Er war schon verletzt und dies und jenes. Hat auch alles damit zu tun. Und er hat gesagt, glaubt an ihn, er wird es euch beweisen. Du brauchst halt, wenn du jetzt nicht so das riesige Talent hast, diese Vitamin B-Sachen. Ja. Dass einer sagt, der ist das, guck ihn dir an, schau ihn dir an, vertrau mir. Mhm. Und da ich halt meine Leistung auch bei der U23 gebracht habe, war es halt schwer, dann mich mal kurze Zeit nicht zu nehmen. Und der war Tag und Nacht an deiner Seite, hat gesagt, hat dich aufgemuntert, auch in dieser Phase. Ja. Sowas ist mehr als Gold wert. Klar kamen dann halt ein paar Idioten, wie Zecke Neuendorf ins Krankenhaus und hat mich, wie soll man das sagen? Du liegst ja im Bett. Ja. Und du kannst nicht aufstehen, weil dein Bein halt jetzt oben hängt. Das Bein war aufgeschnitten, mit so einer Plastikhaut zugenäht, dass das Blut abfließen konnte. Ja, und dann ist der gegangen und dann kam die Krankenschwester rein. Dann meinte Herr Müller, sind Sie bereit jetzt? Ich sage, bereit für was bitte? Ja, Ihr Kollege meinte, Sie können nicht auf Toilette, Sie sollen einen Einlauf kriegen. Ich sage, raus. Da machen die noch Witze darüber. Aber nein. Also ich hatte nichts damit zu tun. Nee. Ich habe lieber, hat wehgetan, aber ich kein Einlauf. Besser ist es. Haben deine Jungs dich da in dieser Phase unterstützt? Wie wichtig sind Freunde in so einer Phase? Manche Freunde gab es dann gar nicht mehr. In dieser Phase? Ja, weil du warst ja, hast gespielt. Da waren die. Dann waren auf einmal viele da. Dann bist du verletzt, dann ist auf einmal keiner mehr da. Was? 2, 3 Stück sind dann da. Man das also vom Erzählungen her. Das sagen ja viele, wenn der Ruhm da ist, wenn der Erfolg da ist, dann wärst du da. Genau. Wenn du nichts hast und du hast es halt richtig erlebt. Ja. Und ist das wirklich so gewesen? Ja. Ich war gerade am Anfang. Ich hatte 9 Spiele, 2 Tore, Schien- und Warnbein. Du dachtest schon, boah, Superstar, dies, das. Auf einmal sind so mehrere um dich rum. Du hast es halt genossen. Du warst in Bundesliga. Aber dann hast du es erst gemerkt, wer wirklich an deiner Seite ist und wer nicht. Ja, das ist halt auch viel Ruhm und viel Aufmerksamkeit auch von Anfang an, weißt du? Mhm. Wie du auch gesagt hast, 9 Spiele, 2 Tore. Du gehst in die Bundesliga als 19-Jähriger. Wie gehst du damit erstmal? Mit diesen ganzen Aufmerksamkeiten, mit diesem Druck, mit diesen High-Sachen. Ich sag mal so, Druck habe ich mir nie geben lassen. Mhm. Das ist alles auf Keep, alles chillig. Ich habe einfach, wenn er sagt, du spielst, okay, spiele ich. Also ich war jetzt nie nervös oder irgendwie sowas. Ich war da immer relativ entspannt. Also ich saß meistens in der Kabine vorm Spiel mit meinen Kopfhörern und noch so. Also mich hat das so relativ wenig interessiert, was dann gleich draußen los ist. Mhm. Weil ich habe die Zuschauer eh nicht wahrgenommen. Oder meistens. Ob ich jetzt vor ein oder im Olympiastadion vor 75.000 gespielt habe. Lass einen, da kann auch gar keiner sein. Schaltest du alles ab, was um dich herum ist? Ja. Bombe. Klar ist geil, wenn die gegnerischen Fans dich auspfeifen, das nimmst du natürlich mit. Super. Aber so war es. Nee. Das war, glaube ich, mein Vorteil, dass mir eigentlich vieles scheißegal war auf dem Platz. Wie bist du auch damit umgegangen, dass du warst halt 19 Jahre, ne? Vollblutprofi da, ja, Bundesliga-Profi. Wie bist du damit umgegangen, dieses Profi-Life, Profi-Leben? Berlin, Nachtleben, Profi, Fußballer. Boah, gab es einiges. Puff. Kam das mit jungen Jahren schon? Ja, natürlich. Dann hast du in den Clubs, wie nennt man das? Komm bitte hier rein. Vorher hieß es, nein, tut mir leid, dein Gesicht passt mir nicht. Ja. So, die wollten dich nicht in den Club haben. In Berlin ist das nochmal extra schlimm, sag ich jetzt. Ja, also. Und dann als Spieler haben die immer gesagt, ach, komm doch rein, komm.
komm nächste Woche wieder. Und so hast du das halt mitgelebt. Du warst halt, wenn du gewonnen hast, oh, wie oft kann mir keiner sagen, dass die Leute nicht in den Club gehen. Ist es einfach so. Wenn der Trainer dann noch sagt, ihr habt 2 Tage frei, ja, dann ist... dann hieß es Ciao, Kakao. So krass. Und auch alle die Jungs haben mitgezogen, ne? Wir, sind, ja, wir haben uns jetzt nicht totgesoffen oder so, ne, auf Deutsch gesagt, aber klar hast du das halt gelebt. Du, die haben dich von außen, wie die dich angeguckt haben und sonst was, oh, da ist der und der. Diesen ganzen Fame. Das nimmst du mit, natürlich, ob du willst oder nicht. Würdest du diese Sachen, würdest du sagen, dass diese Sachen dazugehören? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt diese Möglichkeit wieder hätte, also mit 19 Jahren Profi, würde ich ganz schnell mich von sowas distanzieren? Es gehört dazu. Weil ich sage so, ich stehe hundertprozentig zu Mario Basler, seiner Einstellung. Zu wem? Zu Mario Basler, seiner Einstellung. Mit dem NLZ. Die sind da eingesperrt von morgens bis abends. Weil du musst irgendwo deine Kindheit, Jugendlichkeit rauslassen irgendwo. 100%, ja. Du musst Dummheiten machen, um das Leben zu lernen. Wenn du nur da eingesperrt bist. Wir hatten einen, bei der im Internat war, ich sag keinen Namen, nicht, dass es hinterher irgendwann rauskommt. 10 Uhr war bei denen Einschluss. Den haben wir immer um 10.30 Uhr abgeholt. Und dann morgens wieder zurückgebracht. Aber es gehört dazu. Du bist jugendlich. Du kannst doch nicht nach Strick und Faden, nach, keine Ahnung, nach einem Blatt leben. Klar brauchst du deine Disziplin und deine Sachen, die du machen musst. Aber du musst auch immer Schwachsinn machen. Weil nur das prägt dich in deinem späteren Leben. Safe. 100%. Weil wenn du nur von A nach B das machst. Was lernst du? Also, ja. Also in diesem Business, sage ich dir, brauchst du das. Du brauchst deine Dummheiten. Das ist einfach so. Vor allem, wenn du schon früh von zu Hause aus weg bist. Ja. Die meisten sind ja mit 12, 13 weg. Und bis 17, 18 leben die im Internat. So, du hast halt nur deine Leute, deine Familie nicht. Zu Hause kannst du rausgehen, vielleicht wann du willst. Und da nicht. Da ist, wenn die Schule nicht gut ist, darfst du nicht trainieren. Wenn du zu spät kommst, kriegst du Ärger. Bei dir war es aber nicht der Fall, ne? Also du warst wirklich bei Berliner Junge. Bist du alleine gewesen oder? Inwiefern alleine? Also du bist halt in Berlin geboren, ne? Kein Internet oder sonst was. Hast du alleine gewohnt? Warst du alleine oder mit Eltern? Nein, ich habe bei meiner Mutter noch gewohnt, in Kreuzberg. Immer noch in Kreuzberg. Du warst jetzt bei Eltern bei BSC und du hast immer noch da gelebt, wo du halt von klein auf, ne? Bis ich U23-Spieler geworden bin. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich ziehe aus. Ich wollte von dieser Region weg, mich noch mehr auf Fußball konzentrieren. Dann habe ich mir eine Einzimmerwohnung eine Minute neben dem Stadion genommen. Auch schlau, ne? Also fokussiert. Weg von diesem ganzen... Ja, das war eher so eine Höllenbude, würde ich dann mal sagen. Ah. Ich war der Erste mit einer Wohnung und da waren auf einmal 20 Spieler da drin und gegessen. Und das war schon... Also mehr als... Also mein Internat war... Also meine Wohnung war ein besseres Internat als das, wo die Menschen gewohnt haben. Ja. Ach, da war... Du hast die... Meine erste Wohnung war komplett wild. Ich hatte, keine Ahnung, ein Bett, was Holz war, in... Couch, was schwarz war, Fernsehtisch war weiß und einfach Hauptsache alles ist da. Ob gepasst hat oder nicht, hat mich null interessiert. Hauptsache ich hatte alles. Fußball, ich hatte einen Teppich geholt, den habe ich nicht mal richtig hingelegt. Die eine Seite war hoch, die andere Seite hat nicht mal mehr gepasst. Ja, geht auch so. Geht auch so. Hauptsache nur ein Ort, wo du schläfst, wo genau. Die Jungs auch kommen, so nach dem Training oder schnell einfach nur zum Training, wirklich Fokus komplett auf Fußball. Wir haben gerade einen Sprung gemacht, weil ich halt eine Frage hatte. Gehen wir wieder zurück zu der Verletzung, zu dieser Phase. Du hast gesagt, Freunde waren da nicht. In so einer Phase sind halt Freunde, auch richtige Freunde, sehr wichtig. Klar. Und du sagst, die waren da an diesem Ort, weil du halt ein bisschen... Meine jetzigen Freunde kannst du an einer Hand abziehen, die ich von damals habe. Das waren wirklich diese Jungs, die auch dich da bei diesen miesen Zeiten unterstützt haben.
Nicht nur da, wo du halt Bundesliga, genau. Kennst Christian Müller, Bundesliga-Profi, dies und das. Diese Jungs kenne ich auch, beziehungsweise haben dich da unterstützt, wo du halt so welche Phasen hast. Deswegen im Fußball, sage ich, gibt es keine richtigen Freunde. Das ist wie auf Arbeit, das ist dein Arbeitskollege im Endeffekt. Mhm. Weil das kann schneller zu Ende sein, als du denkst. Ja. Bei mir war es so, jedes Jahr, alle 2 Jahre bin ich gewechselt. Es gibt halt selten, wo du mal länger bleibst, halt, ne? Wie manch einer, der bleibt 15 Jahre im Verein, wie Thomas Müller. Aber so ein normaler Prozess ist nach 2 Mal, wenn du besser wirst, gehst du halt zum höheren Verein. Gehst halt dahin. Bei mir ging es halt erstmal nach unten, um dann später halt nochmal kurz nach oben zu gehen. Wie lange hat es gebraucht, dass du da rauskommst in dieser Phase? Richtig, dass ich wieder spielen konnte, war, ich glaube, 2,5, 3 Jahre. Du hast kein Fußball gespielt. Außer mit dem Gips, der am Schien- und Warmbein dran war, so mal hochgehalten. Du hast nach diesen 9 Spielen, da wo es gerade angefangen hat, wirklich steil nach oben zu gehen, kann man ja von der U23 über zur ersten Hast du direkt einen Nackenklatscher bekommen, um dich wieder auf den Boden zu holen? Aber einen sehr, sehr großen Nackenklatscher bekommen und hast 2,5 Jahre kein Fußball gespielt. Mhm. Boah, wenn ich dich jetzt frage, wie es dir da ging, wäre, glaube ich, ein bisschen dumm. Wie gesagt, die erste Zeit warst du halt auf Alkoholmodus, Partymodus, um das andere zu verdrängen, die Kopfsachen, die du dir selber gibst, weil du bist jung. Da ist selten einer neben dir und sagt, bleib mal ruhig, mach mal dies, mach mal das. Gab's halt nicht. So hast du dich halt selbst erzogen oder selbst rausgeholt aus der Situation. Wirklich, also. Man muss drüber lachen. Du merkst, ich lache über meine Verletzung. Klar, ja, ja. Am Anfang war es halt hart, 100%. Katastrophal. Aber mittlerweile lebt damit. Egal was kommt, lach drüber. Mhm. Gehört zu dir. Ja. Gehört zu deiner Vergangenheit. Ich hab mir das irgendwann das Schicksal, was ich immer bekommen habe, zu meiner eigenen Ironie gemacht. Mhm. Ich habe mir nach jeder Operation habe ich hier auf dem Arm eine OP-Liste und habe mir dann einen 9 Strich ransetzen lassen. Ist das krank? Ist das krass? Nach jeder OP hast du einen Strich? Ja. Als einfach einen Strich tätowiert? Einfach so. So abgehakt. Wie viele sind da jetzt? 23. Man kann, wie du auch gesagt hast, es ist halt nicht zu lachen, ne? Also Leute, Zuschauer nach draußen, wirklich nach jeder OP als ein Fußballer, ist wirklich kacke. Das weiß jeder Fußballer. Aber wie auch Christian gesagt hat, wenn man halt so welche Momente nimmt und akzeptiert, dass das halt zu dir gehört, deine Vergangenheit ist, muss man halt anfangen, darüber hinaus zu schauen. Man kann nicht halt die ganze Vergangenheit mit sich schleppen und sagen, boah, diese Verletzung, was wäre wenn? Was wäre, wenn diese Verletzung nicht da wäre? Dann nimmst du dir das und ja, du gehst in die Zukunft. Aber so machst du dir viel mehr Gedanken. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn, ja. Hätte ich jetzt das bekommen? Wäre ich jetzt der Fußballer geworden? Mhm. Wäre ich übertrieben gesagt der neue Zidane? Das bringt nichts. Nimm jeden Schicksalsschlag so an, wie es kommt. Und mach das Beste daraus. Es ist schwer und es ist hart, das zu leben oder anzunehmen. Aber umso früher du es annimmst, umso schneller kommst du raus davon. Gut gesagt, Christian. Gut gesagt, auf jeden Fall. 2,5 Jahre Pause gemacht. Nightlife von Berlin da, glaube ich, richtig kennengelernt. Würdest du darüber noch kurz sprechen? Über das? Ich glaube, Nightlife war nicht so das Schöne. Wir hatten andere schöne Sachen. Ja, über die man reden kann, ne? Auf jeden Fall. Dann, wann hast du wieder angefangen, Fußball zu spielen und wo? Das würde mich interessieren. Du hast jetzt 2,5 Jahre Pause gesagt? Noch bei Hertha, erste Liga. Noch bei Hertha. Du hast aber gesagt, dass du einen 2-Jahres-Vertrag da hast. Noch 2 Jahre. Ich habe dann während meiner Verletzung Profivertrag unterschrieben. Ich hatte zu meiner verletzten Zeit, wo das passiert ist, oder die 9 Spiele mit, habe ich noch mit Amateurvertrag gespielt. Ich hatte keinen Profivertrag. Das heißt, die wussten auch da oben,
dass du halt verletzt bist und zwar erst nach... Der Vertrag war schon am Verhandeln. Da, wo du aktiv noch diese neuen Spiele gespielt hast? Genau. Okay. Der war kurz vor Unterschrift. Aha. So, und dann kam das DFB-Spiel und ich wollte unbedingt vorher unterschreiben und die haben gesagt, es fehlen noch ein paar Einzelheiten, fahr dahin, wenn du wiederkommst, alles fertig, kannst unterschreiben. Und die haben auch deren Wort? Ja, unter anderen Bedingungen dann hinterher, aber sonst haben sie... Über die anderen Bedingungen sprechen. Schmerzhaft. Wie lang? Aber okay. Natürlich sind die anderen Bedingungen, kann ich mir auch vorstellen. So, ne? Man geht halt natürlich Treppenstufe nach unten, kann ich mir vorstellen. Ja klar, wenn du im Spielmodus bist und dann in den Verhandlungen einsteigst, das sieht natürlich rosig aus. Aber kommt dann so eine Verletzung dazu, dann sieht es halt nicht mehr so rosig aus, aber du hast trotzdem einen bekommen. Musst du trotzdem dankbar sein. Richtig, das würde ich erstmal sagen. Erstmal Dank, wirklich. Weil die hätten auch gar nichts machen können. Deswegen war ich gerade so schockiert. Oder gar nichts machen müssen. Ja, ja, ja. Nicht schockiert, aber deswegen habe ich mich gerade so gewundert. Also ich kenne viele Geschichten, da kam eine Verletzung und die haben mich wirklich in die Mülltonne so geschubst. Hätten die machen können. Hätten die machen können, ja. Wussten die, wie lange du fehlst? Beim Schienen- und Warnbein bist du normalerweise 6 Monate raus. Mhm. Das ist schon mal safe. Mhm. Mindestens 6 Monate. Aber da ist halt bei dir jetzt 2,5 Jahre, auch wegen anderen Gründen, haben die auch einfach so, haben die es auch akzeptiert, verstanden. Ja. Wie lange ging denn dein Vertrag noch? Ich glaube, ich hatte 3 Jahre unterschrieben. Okay, dann hast du dein Comeback gemacht. Unter Lucien Favre. Bist du dann zur neuen Saison reingekommen oder? Ja, zur kompletten Vorbereitung. Mhm. Dann ist Lucien Favre als neuer Trainer gekommen im Sommer. Die haben ihn halt natürlich alle erzählt. Er war 3 Jahre raus, nie gespielt, hat zwar Profivertrag, willst du ihn dabei haben oder nicht? Er hat gesagt, jeder Spieler ist bei mir bei null. Mhm. Und da habe ich Vorbereitung, ich glaube, die krasseste meiner Karriere gemacht. Und wieso? Woher hast du diese Motivation genommen? Nach so welche Phasen? Nach 2,5 Jahre Pause und nach wirklich, du hast keinen Lifestyle mehr wie ein Profi, weißt du? Woher hast du diese Motivation, diese Gier genommen? Ey, ich gehe jetzt zur Sommervorbereitung. Diese Gier war bei mir nie weg. Nie. Geil. Ich habe es gehasst, dann in ein Stadion zu gehen, als verletzter Spieler. Und habe mir immer wieder gesagt, ich will da unten hin, ich will nicht hier oben. So habe ich meine Vorbereitung halt angenommen. Okay. Wie lange lief die Saison? Frage ich dich mal so vorsichtig. Da lief keine Verletzung. Boah, okay, gut. Aber da hieß es im Winter Abschied nehmen. Na. Ja. Stimmt, du hast 3 Jahre gesagt, ne? 2,5 Jahre, boah, stimmt. Und dann bin ich von da gegangen. Dass du auch da draußen bist, er hat 3-Jahres-Vertrag, ne? 2,5 Jahre davon verletzt, 1/2 Jahr gespielt und jetzt zu Winter, weil du es hier fahre. Wieso? Also du meinst, du hast erst... Ich glaube, wir hatten Kommunikationsschwierigkeiten, sage ich es mal human ausgedrückt. Mehr willst du nicht dazu sagen. Ich bin halt einer, ich sag, was ich denke. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Mhm. Und wenn das nicht stimmt, dann sowieso nicht. Der hatte da irgendwas, glaube ich, verwechselt, weiß ich nicht. Und man, vielleicht hätte ich früher mal ein bisschen lernen sollen, okay, stimmt, mache ich, aber konnte ich nicht. Sagst du auch zu den Jüngeren da draußen, dass die... Nein, sei wie du bist. Ja. Wenn das wirklich ist, so wie das war, dann steh zu deiner Meinung. Nur weil der Trainer jetzt sagt, das ist so und so, wenn es falsch ist, dann sag, okay, ja, hast du recht. Aber wenn es nicht falsch war und er will aber dir sagen, dass es falsch ist, warum sollst du sagen, ja? Für was? So soll die Einstellung sein. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen falsch formuliert, aber so in der Art. Was du sagst, ist richtig. Was du sagst, ist richtig. 100%. Man soll sich niemals... Du sollst dich nicht verstellen. Richtig, bleib, wer richtig. Du bist. Hast du gerade, was ich sagen wollte? Du musst halt, man sollte ab und zu mal vorher atmen, kurze Zeit überlegen. Ja. Aber bei mir war erst reden, dann überlegen. Ja, ja. Man ist jung, das ist halt, gehört dazu. Klar. Gehört dazu. Und das hat dir nicht gepasst. Ja. Und dann heißt Hast du aber Zeiten, Spielpraxis da auch in einem halben Jahr? Hast du da gezockt? Und danach nicht mehr. Nachdem ich meine Antwort gegeben habe, nicht mehr. Dann durfte ich meine Sachen packen und bei Amateure trainieren. Bei der U23.
Weil du einfach nicht falsche Sachen einfach akzeptieren wolltest. Kann ja, es war eine Situation, der Gegner hatte Einwurf an der Eckfahne. Aha. Ah, du weißt sogar noch die Situation. Ja. Hau raus. Einwurf an der Eckfahne, wird verlängert, Kopfballtor. Und ich stand vorne an der Mittellinie. Einwurf, verlängert, Kopfballtor. Genau, so ungefähr. Und ich stand, ich war Offensivspieler. Aha. Ich hatte mit der Situation hinten gerade nichts zu tun gehabt. Und er wollte mir sagen, ich stehe da und habe nicht mit nach hinten gearbeitet. Da habe ich gesagt, nein, was habe ich mit diesem Tor gerade zu tun? Nach dem Spiel. Ich sage, wenn die den Zweikampf da verlieren, was habe ich damit zu tun? Ich stand da, ich habe mit der Situation null zu tun. Also kann man sagen, hast du recht, ja. Ja, aber das ist wieder Widerworte geben des Trainers, die Autorität in Frage stellen, sonst was. So ist das. So, und dann heißt es? Abschied nehmen. Scheiße. Kommst du nächsten Tag in die Kabine, steh dran, geh bitte zur Amateure. Was? Boah, wie das Game ist im Hintergrund. Es ist schnell. Das Game es geht schnell. Ist. Du kannst schnell oben sein, kannst aber auch sehr schnell wieder unten sein. Nach dem Spiel, du gehst, hattest die wieder 2 Tage frei, du gehst rüber zum Training. Ja, war bestimmt 3-4 Tage Training und dann hat er sich bestimmt in seinen Kopf gesetzt. Ah, der hat mir wieder Worte gegeben, geh erstmal wieder Amateure, um dich zu sammeln. U23 dann wieder. Ja. Hast dann da trainiert und gezockt dann? Mhm. Und das und dann Richtung Winter, ne? Und dann habe ich halt im Winter gesagt, ich will weg. Weil du hast dem Fahrrad doch nicht wieder gesagt, okay, schwamm drüber. Mhm. Was? Und da gehen wir wieder zurück, wo wir gerade zu den Leuten da draußen gesagt haben, nein, also wenn es gerade nicht passt, verstellt euch nicht. Sag nicht ja, sag nicht nein. Was ist aber, wenn? Dann hätte ich vielleicht oben weiter trainiert. Bravo, das ist es. Vielleicht noch gespielt, man weiß es nicht. Hätte, wenn, aber. Deswegen, in diesem Game, das ist halt so wie Arbeiten. Ja. Das ist halt so wie, du hast einen Bürojob. Es ist dein Vorgesetzter im Endeffekt. Ein Klugscheißer, der sagt, mach das, das ist richtig. Und du weißt ganz genau in deinem Kopf, ey, es ist nicht richtig. Tja, aber dann sagst du, okay, nächstes Mal, ich mach's besser. Hätte so sein können. Hätten bestimmt viele gemacht. Hätten viele gemacht, ja. Aber wenn man halt so ein Charaktertyp ist, wenn man so einen Charakter hat, warum soll man sich verstellen? Dann gehen wir wieder darüber. Winter wechselst du dann wohin? Nach Cottbus. Nach Cottbus. Wie lange? Puh. Ich glaube, 1,5 Jahre habe ich unterschrieben. 1,5 Jahre. Gab es da Erinnerungen, die du dich bis heute, die du dich... Ich habe in 1,5 Jahren 2 Minuten gespielt bei Profis. Was? Wieso? Ich habe eigentlich nur bei Amateure gespielt. Wusstest du das aber bei deinem... Ich sollte eigentlich dahin, um auf der rechten Seite zu spielen, damit der auf der rechten Seite, der da derzeit gespielt hat, wieder nach hinten auf seine Abwehrposition geht. Und ich dann halt vor ihm spielen sollte. Aber irgendwie hat es nie so sein sollen und... Dann gibt es halt nicht viele Erinnerungen, die du, glaube ich, da mitteilen kannst, nach diesen 1,5 Jahren. 1,5 Jahren Cottbus, ne? Mhm. Wohin ging es dann? Nach Koblenz. Nach Koblenz? Zweite Liga. Da bist du jetzt, warte, sag nicht, 22, so, da bist du 23 oder 24? Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Doch, ich habe mitgezählt. Da müsstest du 23, 24. doch. Nach Koblenz. Ja, da hatte ich einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Mhm. Das ging relativ schnell. Wir sind nicht in der Liga geblieben und bin dann wieder gegangen. Bist aber immer in der Bundesliga geblieben, ne? Das war zweite Liga. Zweite Liga. Das erste Mal nach Hertha, zweite Bundesliga. Genau. Dann war ich dann, ich glaube, 5 Monate arbeitslos. Krass. Weil kein Verein dann wollte. Du bist von Absteiger gekommen. Ist halt schwer. Ich habe mitbekommen, dass sowas... sehr oft vorkommt, dass auch ein junger Fußballer, ein Kerl wirklich einen zweiten Bundesliga- oder Bundesliga-Vertrag hat, nicht performt hat, die Mannschaft steigt ab und dann ist er vertragslos und dann geht das auf die Länge, 1 Jahr, 2 Jahre. Das geht ruckzuck, wenn du kein Vitamin B hast oder einen ordentlichen Berater. Das höre ich so oft, Christian. Der dich irgendwo mal reinbringen kann, vielleicht zum Training oder so. Mhm. Oder du deine Kontakte nicht spielen lässt, um irgendwo mitzutrainieren. Das ist halt, geht ratzfatz. Du brauchst dieses Spieltraining. Du brauchst das. Nur geradeauslaufen bringt dir nichts. Wenn du 3 Monate geradeausläufst,
dann sagt dir einer, komm mal 2 Tage trainieren. Du bist nach den ersten 2 Bewegungen, bist du platt. 100%. Weil Spielpraxis ist was komplett anderes als Laufpraxis. Du kannst ein Laktat haben, was du willst. Aber sobald es in die Spielaktivitätenmodus so geht, das ist was komplett anderes. 5 Monate? Warst du da aber immer noch auf Fokus auf Fußball oder hast du komplett abgeschaltet? Immer noch. Immer noch, ne? Ja. Selber privat trainiert? Genau. Okay, hat es da immer noch einen Berater wahrscheinlich? Ja. Okay, da warst du auch körperlich fit, keine Verletzung oder sonst was, ne? Ja. Stimmt, in diesen ganzen Saisons, wo du gewechselt bist, auch keine Frage vergessen. Verletzungsfrei? Was heißt verletzungsfrei? Relativ, ja. Ja? Ja. Okay. Also keine OP, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Leute, das ist gut. Ich weiß manchmal nicht mehr, wann ich operiert worden bin. Das ist 23 Mal ist doch nicht ohne, Christian. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, Leute da draußen haben 2, 3, ist auch viel natürlich. Also OP ist immer was. Du spielst. Ich habe mit manchen gespielt, die hatten noch nicht mal eine Wadenverletzung oder nicht mal eine Zerrung in 18 Jahren Profi sein. Das ist auch nicht beliebig, dass ein Profi, um so auf eine lange Distanz du warst, wie lange Profi warst du? 2,4 bis, was jetzt, 24? 24. 17, 18 glaube ich. 18 Jahre Profi mit so vielen Verletzungen. Also da hat jemand 1, 2 Verletzungen und steigt sofort raus, weißt du? Mhm. Das ist Wahnsinn. Aber gehen wir zurück, 5 Monate vereinslos, wie ging es weiter? Wie bist du zum Vereinssport wieder gekommen? Dann bin ich das erste Mal nach Bielefeld gegangen. Das erste Mal nach Bielefeld? Mhm. Wie kam der Wechsel? Ich hatte einen, interessiert uns, weißt ich hatte du, sehr Bielefeld. Ich hatte einen Berater, der gleichzeitig einen Trainer unter seinem Vertrag, unter seiner Hand hatte. Und der war damals hier Trainer. Das war Ewald Lien. Okay. Und der hat ihn gefragt, kannst du ihn gebrauchen? Ja. Und dann war ich hier. Hat so nicht viele Möglichkeiten, hast einfach sofort zugesagt, ne? Klar. Kannst du davor Bielefeld? Nein. Doch, ich habe mit Hertha immer hier gespielt. Ja? Ja. Haben wir verloren, glaube ich, 2-1. Durch King Arthur. Guck mal, merkt ihr die Qualität, ne? Merkt ihr die Qualität, ne? Okay. Welche Liga war da Bielefeld? Zweite. Da war auch schon Fabio Klos, David Ulm, alle da, ne? Nein. Klos auch? Nein. Dann hau mal raus, mit wem hast du alles da hingegangen? Das, was war denn da? Eilhoff war da. Wer war denn da alles? Wer? Wir hatten mit dem Kader ungefähr 48 Leute dann. 48? Ich glaube. Gab es da schon mal Da war die Problematik gerade, die waren kurz vorm Abstieg. Erste Mal in die dritte Liga. Das erste Mal in die dritte Liga. Und haben dann halt eingekauft wie wild, um zu hoffen, dass sie halt doch noch den Klassenerhalt schaffen, aber hat dann am Ende doch nicht sein sollen. Ja, und dann hatten wir A gegen B hier und C gegen D war auf andere Platz. So viele Spieler hatten wir zu dem Zeitraum. Und niemanden aussortiert, keiner Verein verlassen, niemand wurde rausgeschmissen. Kabine war voll. Wie voll? Wie viele Kabinen hattet ihr? Eine. Was? Eine. Nein. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Kadergröße, die war, boah. Aber es interessiert mich auch, warum schmeißt man da keinen Spieler raus? Vertragstechnisch? Was hast du davon, wenn du ihn rausschmeißt? Du musst ihn ja trotzdem bezahlen. Wenn kein anderer Verein ihn gerade haben will. Ja. Oder ihr einigt euch auf Vertragsauflösung. Okay, ja, so ist das. Deswegen. Bringt nichts. Im Endeffekt nicht. Mhm. Zahlen musst du so oder so. Es sei denn, der verlässt den Verein. Weißt du, wie viele Spiele du auf dem Tacho hast für DSC? Ich bin kurz vorm Winter gekommen, da hatten wir 6 Spiele noch und davon habe ich alle gemacht. Mhm. Gut eingefunden auch? Ja. Spaß, Ewald war ein geiler Trainer. Ja? Ja, wieso? Verrückt halt. Hat halt auch die Sprache auf der Zunge direkt halt, ne? Sagt, was er denkt. Gefällt und dir aber auch sowas, ne? Dass man halt direkt einfach sofort kommuniziert. Es ist besser, wenn du es einfach, auch wenn es dir am Anfang vielleicht wehtut, was er dir sagt. Aber das hat ja nur was mit dem Fußball zu tun. Es hat ja nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Er greift ja nicht dich an. Er greift ja nur in dem Moment deine Spielart an oder was du gerade falsch gemacht hast. Deswegen sollte man nie
eingeschnappt sein und vielleicht ein Trainer wieder Worte geben. Aber soll man sich auch nicht alles auf die, zu Herzen nehmen, wenn man sagt wirklich, das war kacke, nicht du bist kacke. Sondern nur das, was du in dem Moment gemacht hast. Bravo, das ist es. Weißt du, und das kann man auch jeder Jüngerer da draußen, auch der hoch gerade spielt oder der Fokus auf Profibereich hat, wirklich, nimmt nicht alles euch zu Herzen. Wenn ihr was nicht so gut gemacht habt, wirklich, nur eure Aktion war nicht gut. Nicht ihr als Spieler seid kacke, wirklich, das muss man auf jeden Fall differenzieren können. Auf jeden Fall. Und am besten Schulabschluss machen, ist noch besser. Top. Es ist einfach so. Ja, 100%. Weil du kannst mit einer Verletzung kannst du raus sein. Und bei mir, ich hatte das Glück, ich bin immer wieder zurückgekommen. Aber hätte ich aufgehört deswegen, hätte ich nichts. Ich bin nach 8. Klasse abgegangen. Ich hatte keinen Bock auf Schule. Nach 8. Klasse? Ja. Fokus nur auf Fußball. Ja. Ist das krank. So, und wenn du dann nichts hast hinterher, heutzutage achten die ja drauf, die Eltern oder die aus dem Internat, das finde ich gut, ja, darauf dass du wenigstens deinen Schulabschluss hast, dass du vielleicht eine Ausbildung schon gemacht hast oder anfängst. So, damit du was danach hast. Stell dir mal vor, du kriegst einen Kreuzbandriss oder wo die sagen, du kannst nicht mehr spielen. Was hast du dann? Dann hast du wenigstens deinen Abschluss. Ja. Du kannst weitermachen im Leben. Ja, was soll ich machen? Ich konnte noch nicht mal in Berlin Müllabfuhr machen. Weil da musst du einen höheren Realschulabschluss haben. Alter. Bei einer Müllabfuhr. In diesen 5 Monaten, wo du vereinslos warst. Ne? Nee, du musst. Was machst du bei der Müllabfuhr? Du nimmst die Tonne und steckst ein Auto rein. In diesen LKW. Ja. In Berlin brauchtest du einen erweiterten, einen großen Realschulabschluss. Das heißt ab nach Klasse 10. Ja. Und das hast du nicht gemacht. Ich war 8. Klasse, bin ich gegangen. Ich habe noch nicht mal bis 10. gemacht. Zurück zu diesen 5 Monaten. Was hast du in diesen 5 Monaten gemacht? Okay, du warst da voll mit Profi. Ich glaube nicht, dass du da. Denkst du, ich gehe zur Schule? Ja. Ich habe mich immer noch nicht an diese Schule, das war nichts für mich. Ja, verstehe ich, wenn man nach 8. Klasse wirklich nur Profi, weil man nur Fußball im Kopf hat. Ich hatte mir mal überlegt, so vielleicht mal zur Abendschule zu gehen, falls es wirklich nicht mehr klappen sollte mit Fußball. Aber das war relativ schnell aus meinem Kopf wieder raus. 2 Sachen gleichzeitig. Du hast also alles wirklich auf eine Karte gelegt. Ja. Hat ja auch zum Glück lange funktioniert so. Also mit Rückschlägen natürlich, ne? Aber du kamst halt wieder zurück. Ja. Immer. Dann bleiben wir weiter bei Arminia. Ich glaube, du hattest da, ich kenne nicht die ganz genaue Zahl, aber 120 bis 160 Profispiele bei DSC. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ich bin aber nach der Saison gegangen. Wir sind ja abgestiegen. In der Saison noch? Ja, wir sind ja mit Ewald abgestiegen im Sommer. Wo bist du denn hingegangen? Wieder zurück nach Cottbus. Da, wo du nur 2 Minuten gespielt hast? Genau. Warum bist du wieder da hingewechselt? Bielefeld ist abgestiegen, ich wollte eigentlich Bundesliga bleiben. Cottbus aber. Cottbus war Zweite. Zweite. Ich wollte eigentlich bleiben. Uh-huh. Es hat dann aber nicht hingehauen. Warum auch immer, vertraglich natürlich. Ja, und dann hatte. Damals war Pele Wollitz in Cottbus, Zweitligatrainer von Cottbus. Zufällig Ewald im Urlaub getroffen und Ewald hat ihn gefragt: Brauchst du einen Spieler? Dies, das. Ja, wen? Ja, Christian Müller. So ist es dann zustande gekommen. Da hat mich der Präsident damals von Cottbus angerufen, weil ich nicht so schön aus Cottbus gegangen bin und auch nicht so toll empfangen worden bin wieder. Darf ich fragen, wieso? Ach, mir wurde was unterstellt, was nicht war. Als ich dann den Vertrag aufgelöst habe, hat sich das dann rausgestellt, dass ich es wirklich nicht so gesagt habe, wie es dargestellt war. Ja, und dann hat man mich gefragt, willst du noch mal zu Cottbus zurück? Traust du dir das zu oder nicht? Ich sage, ich bin nicht so schön von da gegangen. Wenn ihr das gerne machen möchtet, gerne. Weil ich möchte auch wieder was gut machen. Auch wenn ich es nicht damals so gemacht habe. Mhm. Aber warum nicht? So, dann wurde ich am Anfang halt nicht so toll empfangen. Aber mit meiner Leistung habe ich es relativ wieder schnell weggemacht. Stimmt. Wie lange warst du denn bei Cottbus? Unterschrieben 2 Jahre. Sonst 1 Jahr. Wohin ging es dann? Nach Bielefeld zurück. Zurück nach Bielefeld. Mit offenen Händen. Sind die da immer noch dritte Bundesliga gewesen? Dritte. Dritte Bundesliga. Ja. Haben die, sind die nicht wieder zurück in die zweite Bundesliga nach der Saison? Ne? Bitte? Sind die nicht wieder zurück zur zweiten Bundesliga? In der Saison, als ich gekommen bin, sind wir dann aufgestiegen. Ja. In der Saison, erst wo du gekommen bist, seid ihr dann in die zweite Bundesliga
Genau. Und da hat es angefangen, die ganze Arminia Bielefeld-Geschichte. Ja, dann Abstieg, wieder Aufstieg. So hoch, runter, runter. Kann ich mich aber erinnern, Da war auch die Zeit mit Fabio genau. Groß, David Ulm. Genau. Nee, Ulm kam später, ein Jahr später oder zwei Jahre. Aber Klos war dann da, Tom Schütz, Ortega. Ja. Nur ganz nebenbei, was findest du, wie hältst du diesen Wechsel mit Ortega zu City? Wie kam der zustande? Ich habe keine Ahnung, wie der zustande kam. Ist das verrückt, ne? Aber Chapeau. Und er ist halt beim Rauslaufen ist halt schwer, weil er so klein ist halt, ne? Ja. Aber auf der Liga, auf der Linie oder fußballerisch. Fußballerisch, das war, glaube ich, das. Ich glaube, das ist, was Pep halt so ihn angetan hat. Halt, ne? War er so gut auch im Training? War er so gut fußballerisch und Passgenauigkeit? Das waren ja diese zwei Kriterien von Pep. Super. Denke, kann jetzt auch draußen spielen lassen können. So krass. Also meiner Meinung nach jetzt. Krass. Hast du dich also wohlgefühlt bei Arminia? Also da hast du dir vorgestellt, ey, okay, hier fühle ich mich wohl, hier schlafe. Ich wollte ja nach dem Abstieg, den ersten Abstieg gar nicht weg. Mhm. Aber es hat halt nicht gepasst. Und hat es halt ein Jahr später gepasst. Wie viele Saisons warst du bei Arminia? Ich glaube vier dann. Vier Saisons. Viereinhalb. Bist, ja, okay, immer ein Jahr, zwei Jahre deine ältere Mannschaft und dann vier Saisons auf einmal schon. War Rekord bei mir. War Rekord bei dir, ja. Eine schöne Zeit? Erinnerst du dich gerne an diese Zeit? Sehr schön, ja. Also ich hatte meine erfolgreichste Zeit hier gehabt. Was für Erfolge durftest du feiern? Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Aber auch... Leider den Erstliga-Aufstieg nicht. Ja. Den, da war ich dann schon weg. Aber wenn man so spielt, dann hat man das irgendwann mal auf jeden Fall verdient. Wo bist du dann rüber? Zu wem bist du wechseln von Arminia? Ich bin von Arminia weg im Februar. Boah, wann war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall nach Ungarn, nach Budapest. Nach Ungarn, Ausland, das erste Mal da? Mhm. Gute Erfahrung? Super. Super? Ja. Wie lange warst du dort? Leider nur 6 Monate, 5 Monate. Ah, kurze Zeit. Ich hatte einen Vertrag erstmal bis Sommer. Aha. Ob wir die Liga halten oder nicht. Mit Michael Oenning damals als Trainer. Okay. Ja, und dann haben wir die Liga gehalten, dann sollte ich eigentlich bleiben. Und dann haben sie kurz vor Vertragsunterschrift gesagt, ah nee, kannst doch wieder gehen. Wir wollen dich doch nicht. Bestimmte Gründe gab es nicht. Ich habe nicht nachgefragt. Okay, ja. Und das Leben, Unterschied zwischen Deutschland und dem Ausland, die Mentalität der Menschen, das Leben an anders. Sich. Anders, ist einfach anders. Wie anders? Ich weiß nicht, wie man das... Wie wenn du in Urlaub gehst, du stehst auf, das ist alles Freude. Alles ist schön. Positiv. Ja, so habe ich mich da unten aufgefühlt. Du hast Bock, einfach nur rauszugehen. Warum bist du dann weg von Ungarn? Weiß nicht. Die haben dann einfach gesagt, ach, wir wollen dich doch nicht haben. Es ging eigentlich darum, wenn wir drin bleiben, machen wir noch ein Jahr oder zwei Jahre. Mhm. Und ich wollte gern bleiben, wenn Oenning geblieben wäre. Und Oenning wollte halt gern, dass ich auch bleibe. So, Oenning hat seinen Vertrag bekommen, aber ich nicht. Hast auch nicht nachgefragt, wieso? Nee, Oenning wusste das auch nicht, warum, wieso. Ah. Ist das sollte so sein. Und dann ging es vom Verein zu Verein? Nee, oder? Dann bin ich wieder zurück, dann war ich wieder arbeitslos, weil ich ja in Deutschland dann die Vereine abgesagt habe, weil ich ja gedacht habe, ich unterschreibe da in Ungarn. Du hast alle Vereine nach Bielefeld nach Ungarn abgesagt. Weil du bei Ungarn verlängern wolltest. Genau. Und auch dich gut vorstellen konntest. Genau, weil wir gerade verhandelt haben halt. Mhm. So, und deswegen habe ich die hier abgesagt. Machst du das aber nicht eigentlich immer? Ich habe es dann, selber gemacht. Ich habe mich selber beraten dann. Ah. Weil ich wollte dann keinen Berater mehr haben und so sinnvoll ist das nicht. Sinnvoll ist es nicht, ne? Nee. Mach's lieber mit einem Berater. Mach's lieber mit einem Berater. Weil der Verein kann sauer auf den Berater sein, aber ist nicht sauer auf dich. Mhm. Verstehst du? Stell dir mal vor, du gehst zum Gespräch und du sagst jetzt zum Beispiel, nein, ich will die und die Summe, er bietet dir aber nur das an, du sagst, nein, mach ich nicht, ich gehe nach Hause. Das kann ein Berater machen. Dann ist der Verein sauer auf den Berater, aber nicht auf den Spieler, der dann der auf dem Platz ist. Mhm. Weil der Trainer weiß ja dann, was da passiert ist. Mhm.
Stell dir mal vor, du sitzt mit dem Trainer auch noch in den Verhandlungen und ja, was hast du denn davon? Nichts. Lass es lieber einen Berater machen. Dann ist der Berater das Arschloch und nicht der Spieler. Wo bist du dann mal dahin gewechselt? Nach Münster. Nach Preußen Münster. Ja. Dürft ihr das hier sagen? Dürfen wir sowas sagen? Wieso, weshalb und gab es Rivalität, die du gespürt hast? Rivalität via Instagram von manchen Bielefeld-Fans. Aber das Gute ist erstmal, wenn man aus jeder Situation erstmal das Positive daraus sieht, du bist nicht vom DSC sofort nach Preußen gewechselt. Das ist erstmal, du bist nicht von Station A nach B gewechselt. So, du hast einen Übergang. Das haben doch viele andere Spieler auch schon gemacht, oder? Die haben sogar Osnabrück auch noch mit dazu genommen. Im Endeffekt ist das, ich sage so, hätte es zu dem Zeitpunkt irgendeine andere Möglichkeit gegeben, hätte ich die genommen. Aber ich habe nur dran gedacht, meine Tochter hat was zu essen, meine Tochter hat ein Dach über dem Kopf und ich kann spielen. Wie lange warst du nach Ungarn vereinslos? Oh, 5 Monate, 6 Monate. Boah, hört sich nicht viel an, aber 5 Monate. Die Zeit vergeht aber nicht. Wenn du spielst, vergeht die Zeit schnell. Ja, klar. Aber als Arbeitsloser nicht. Du willst jeden anrufen. Kannst du mich da? Kannst du dies? Kannst du das? Frag mal danach. Und du hast bis dato alles alleine gemacht? Nee, dann hat es durch einen Kumpel ist das dann nach Preuß-Münster geraten. Ja, das ist keine andere Wahl. Sehen aber diese Arminia Bielefeld oder sehen allgemein Fans erstmal nicht. Wow, 4 Jahre, die ist Arminia, er ist einer von uns und wechselt rüber. Sehen die halt als erstes nicht. Aber ja, aber was machst du, ist das beste Beispiel. Du bist bei Audi oder Mercedes, die haben Rivalität jetzt, sagen wir mal, du bist bei Audi, Rivalität mit Mercedes. Du bist die ganze Zeit da. So, durch irgendwas wirst du gefeuert, entlassen. Dann kommt Mercedes und sagt, komm, du kannst bei uns arbeiten. Du warst so gut da, du kannst bei uns arbeiten. Gehst du oder gehst du nicht? Na klar, also wenn ich nichts habe. Siehst du? Ist doch so. Und das verstehen die meisten nicht. Richtig, bravo. Und das verstehen die meisten nicht. Wenn ich nichts habe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man den Verein nicht geliebt hat oder dass man das nicht macht. Das ist auch klar. Aber zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine andere Möglichkeit. Und ich habe nur daran gedacht, zu spielen. Und das Essen auf dem Tisch war fertig. Also was hast du an Rivalität gespürt? Klar, von der Rivalität her, die lieben den Verein abgöttlich, die anderen den. Aber ich bin im Endeffekt kein Fan, ich bin Arbeiter. 100%. Und ich will mein Geld verdienen, ich will mein Essen haben, ich will ein Dach über dem Kopf haben. Wenn es jetzt halt die Rivalität ist, dann ist es halt so. Soll ich verhungern oder soll meine Tochter verhungern? Soll ich keine Kleidung mehr haben? Bin ich bei dir, 100%. Oder soll ich jetzt einen normalen Job machen, weil ich dann nicht mehr Fußball spielen darf? Weil es der Verein ist, lieber aufhören und arbeiten gehen. Auf gar keinen Fall. Siehst du. Weiter Fußball spielen, weil du es liebst, weil das dann nein. Siehst du. Und die meisten verstehen das halt nicht und das hat mich dann aber auch im Endeffekt dann auch gar nicht mehr interessiert. Dann sollen die es nicht verstehen, wollen, weißt du. Wie lange hast du bei Preußen gespielt? 7 Monate. Dann halbe Saison hast du dann, warst du dort angemeldet, sagen wir es mal so. Und dann bist du wohin gewechselt? Erstmal gar nicht. Aha, wie lange dann da? Du hattest auch eine hin nein, und her. Ne? Nein, Entschuldigung, da war ja was falsch. Na, warte mal, wann bin ich nach Zypern gegangen? Du warst doch in Zypern. Ich glaube, vor Münster war ich in Zypern, auf Zypern. Das heißt nach Ungarn. Genau, oder danach? Irgendwie war das so, keine Ahnung. Da war ich aber nur 3 Wochen. Ich bin über Nacht geflüchtet aus dem Trainingslager, weil die mich nicht die vertraglichen Modalitäten eingehalten haben. Und auf Zypern hatte ich keinen Pass von mir, den musste ich abgeben damals. Okay. Ja, und dann haben die mich immer Woche für Woche hingehalten, bis wir dann ins Trainingslager geflogen sind. Dann hat jeder seinen Pass gehabt und da bin ich dann über Nacht abgehauen, nach Deutschland zurück. Wo du deinen Pass bekommen hast? Ja. Stopp. Du bist geflüchtet vom Trainingslager. Ja, meine Sachen, ich hatte 3 Koffer, die waren auf Zypern. In der Wohnung, die sie mir gegeben haben. Okay, und die Mannschaft ist vom Zypern, ne? Genau. Wie heißt die Mannschaft? Aris Limassol.
Und dann seid ihr mit der Mannschaft Trainingslager geflogen. Wohin? Wo war der Ort? Oh, ich glaube, Österreich war das. Österreich? Ja. Slowenien, Österreich, okay. Und Österreich, keine Ahnung mehr. Und von da aus? Dann kriegst du ja deinen Pass, weil du Kontrolle, ja, Flughafen. Ja, alles sehr verständlich. So, und die denken, du haust ja aus dem Trainingslager nicht ab. Mhm. So, und dann habe ich nochmal gefragt, was mit meinen Vertragsmodalitäten ist. Mhm. Da hast du keinen fixen Vertrag bekommen, ne? Keinen festen. Also. Ich hatte schon unterschrieben. Du hast schon unterschrieben gehabt. Aber die hatten den Vertrag damals nicht eingereicht. Und ich hatte auf zum Beispiel auf meine Immobilie gewartet, wo ich einziehen sollte. Das war halt das Detail, was ich haben wollte. Ich wollte eine Wohnung haben mit ein paar Zimmern, dass es, wenn meine Tochter da ist, auch sich wohlfühlt und alles. Ja, machen wir. Wurde es immer nach hinten geschoben. Ja, und dann irgendwann ging es mir auf den Sack und ich bin aus dem Trainingslager abgehauen, nach Hause. Wo nach Hause? Wo war denn zu Hause? Deutschland, hier in Bielefeld. Hier in Bielefeld? Mhm. Und deine Wohnung in Zypern mit deinen 3 Koffern, wie hast du die bekommen? Mein Mitspieler hat sie dann zum Flughafen gebracht und per, wie nennt man das, Sperrgut nach Deutschland gebracht, fliegen lassen. Und dann keinerlei Kontakt mehr von der Mannschaft? Mhm. Mit der Mannschaft. Eine kranke Story. Eine kranke, geile Story. Ja. Es war super Leben da, ne? Diese Zypern? Diese 2,5 Wochen, die ich auf Zypern war und diese 3 Tage Trainingslager, die mal abgesehen davon. Aber Zypern ist ein wunderschönes Land. Puh. Du stehst auf, Sonne, du gehst schlafen, Sonne. Wo in Zypern, dein Ort? Limassol. Oh. Geil. Und dann rüber nach Bielefeld? Geil. Dann hier erstmal hin und dann bin ich irgendwann nach Uerdingen gegangen. Aber Profibereich finito, oder? Ja. Das heißt, deine letzte dein letzter Anlauf im Bereich Profi war Münster, sozusagen. Münster, Preußen-Münster, ja. Ja, wir sind halt mit Uerdingen auch aufgestiegen in die 3. Liga. Mhm. Aber dann habe ich es sein lassen. Danach. Also Christian, nee, ne. Ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt, meine Stationen. Ich bin manchmal durch den Wind, meine Verletzungen und Kopftrauma, die ich hatte und alles. Hattest du da noch in dieser Zeit eine Verletzung? Ja, kamen noch ein paar dazu, die wollte ich jetzt auslassen. Schlimme Verletzung? Ja, komplette Schulter abgerissen. Was? Und jeder hat dir immer gesagt, ey Christian, hör mal zu. Reicht. Bei Schulter nicht. Brauchst du deine Schulter beim Fußballspielen? Ich bin gerade ein bisschen schlecht darauf anzusprechen, ich komme von Schulter-OP. Ich weiß, aber deswegen sage ich es ja. Aber nein, braucht man nicht. Ja, du brauchst eigentlich nur 2 Beine. Richtig, 2 Füße, 2 Beine, super. Und ich habe mir immer gesagt, können meinen Arm abnehmen, Finger abnehmen, solange die mein Bein nicht abnehmen. Weiter gezockt? Solange die mein Bein nicht abnehmen, spiele ich Fußball. Ne. Ja, du liebst den Fußball zu sehr. Also ist das, wo wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, ja, aber es auch, dumm ist. Ist auch ein Fehler. Ich du hast mehr Jahre, weißt du. Du hast noch deinen 40er, 50er, 60er. Du hast viele Jahre noch vor dir. Ja, mein Körper, ich bin 40. Ja. Aber mein Körper ist, glaube ich, schon 50, 55. Bei so vielen Verletzungen. Nicht nur das, ich habe mir auch Tabletten reingeschmissen ohne Ende. Ich will keine Dankbarkeit haben, aber im Fußball gibt es einfach keine Dankbarkeit. Ich habe bei manchen Spielen Schmerztablette genommen. Okay. Wenn die nicht gewirkt haben, habe ich noch 2 genommen. Wenn die nicht gewirkt haben, habe ich mich spritzen lassen. Wenn die Spritze nicht geholfen hat, habe ich noch Wärmesalbe drauf machen lassen. Was? Und wenn das nicht geholfen hat, dann habe ich gesagt, ich kann nicht spielen. Das auch alles in Arminia Bielefeld Zeit? Auch bei anderen Vereinen. Ich habe mir Tabletten, Spritzen, Salbe, alles. Und in diesen 4 Jahren bei Arminia, gehen wir jetzt ganz kurz zurück. Wir waren gerade bei Ende Profi. Gehen wir zurück zu deiner besten Zeit. Habe ich mich auch vollgeschmissen mit Pillen hier. Sonst konntest du nicht. Wenn ich irgendwo Schmerzen hatte, Wärmesalbe. Der erste Schritt war immer Wärmesalbe. Mhm. Hat die nicht geholfen, dann habe ich mir Tabletten reingepfiffen. Haben die nicht geholfen, habe ich mich taub spritzen lassen. Und das hat dann meistens geholfen, dann habe ich gespielt. Dann hast du dich 3 Tage danach zwar nicht mehr bewegen können, weil dann alle Schmerzen auf einmal kamen. Ja, und so hast du dann zum Wochenende wieder angefangen. Und dann ging das
Jeden Tag auf einmal Tabletten. Und du hast dir... Nein, diese Frage hätte keinen Sinn, weil du hattest gar keine andere Wahl. Ich hatte eine Wahl. Ich hätte sagen können, ich kann nicht spielen. Aber was ich habe Schmerzen. Außer dem Fußball. Du hattest... Ja, ein Spiel vielleicht aussetzen können. Vielleicht zwei, drei. Aber du hast nie überlegt, in diesen ganzen Tabletten, diesen ganzen... Deine Form, deine Fitness, deine Gesundheit, wegen diesen ganzen Sachen. Hat mich nur interessiert, ich wollte nur spielen. Richtig, du hast nie darüber nachgedacht, einfach aufzuhören. Nein. Auch so mit diesen ganzen... OPs? Ja. Nein. Immer weiter. Immer mit weiter. Mit diesen ganzen Pillennehmerei. Immer weiter. Und das wussten auch die da oben alles? Spritzen oder so? Na klar, du musst ja einen Doc fragen. Doc, kannst du mich spritzen? Ist doch normal. Und dann ist halt die Frage, kannst du mir ein bisschen Voltaren spritzen? Kannst du taub machen, dass ich für ein paar Stunden das nicht merke? Was? Normal. Und das war alles, ist alles legal? Ja. Yeah. Wie viele Spieler das wohl machen, Alter? Tabletten und Spritzen? Ja. Oh. Ich glaube, die Liste, die das nicht machen, ist kürzer als die, die das machen. Ist das Profileben? Das ist eine allgemeine Frage. Ist das Profileben? Sieht das viel, viel einfacher aus, als es von außen aussieht? Ja. Sag mir ein, wo du so viel Geld verdienst mit so wenig Arbeit. Deswegen, ich hab mich auch früher beschwert. Ah, zweimal am Tag Training. Was ist das? Im Endeffekt sind das 4 Stunden. Ja, im Endeffekt sind das 4 Stunden. So, als ich aufgehört habe, wusste ich nicht, was ich machen sollte mit Fußballspielen. Ich bin bei UPS arbeiten gegangen. Ich war bei Miele arbeiten. Ich war Barkeeper arbeiten. Um mich zu finden, was ich machen möchte. Aber soll mir noch ein Profi sagen, boah, wir müssen heute zweimal am Tag trainieren? Boah, den hau ich eine. Geh mal 8 Stunden UPS diese Kartons machen. Unglaublich. Ich konnte es nur so machen, aufgrund, weil ich keinen Abschluss habe. Da kannst du halt nur solche Jobs nehmen. Klar, ja. Stimmt nicht. So, aber geh mal 8 Stunden normal arbeiten. Und das du hättest nur 4 Stunden auf dem Platz sein müssen. Es ist anstrengend, klar. Aber es sind 4 Stunden. Im Gegensatz zu 8 Stunden zu dem Lohn, was die anderen verdienen. Und dann noch meckern, boah, heute ist wieder Training und das zweimal? Darf man nicht. Oh, genieß das. Genieß das Fußballleben. Das ist schneller zu Ende, als du manchmal schnipsen kannst, als du zwinkern kannst. Weil ich weiß nicht, wo meine Jahre als Fußballer sind. Das ist ruckzuck das Ende. Hast du gut gesagt. Würde ich auch sagen, guter Abschlusssatz, Christian. Genieß das Fußballleben. Manchmal habe ich auch so ein... Ja, ne, ich glaube auch. Nein. Freunde da draußen, genießt das Fußballleben, solange ihr noch könnt. So, die Jahre gehen schnell, als ihr euch das vorstellen könnt. Deshalb, Christian, vielen, vielen Dank. Diesmal die richtige Antwort. Diesmal die richtige Antwort. Dankeschön. Mir klingt auch ungewohnt, weißt du? So, vielen Dank. Gerne doch. Geiles Interview. Freut mich. Dankeschön, dass du uns Einblicke gegeben hast von deiner Fußballkarriere. Eine krasse, nicht gewöhnliche Geschichte. Warum soll man lügen? Warum soll man lügen? Auf jeden Fall. Für was? Aber wie du auch gesagt hast, immer positiv und das Grinsen, das Lächeln niemals verlieren. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview genauso gefallen. Lasst gerne Liebe da. Lasst gerne ein Follow da. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten... Und immer liken. Immer liken. Ansonsten, Freunde, schönen Abend, Tag euch allen, angenehme Woche. Und... Tomorrow's Esther Myers, a Sunday. Life lessons, I'm learning.